Dalat News heute mit Schilderwald, Karussell und Bling Bling. Herzlich willkommen bei Stadtland News, dem nicht ganz so ernsten Wochenrückblick des Anzeiger für Harlinger Land und des Jeverschen Wochenblatt. Wenn möglich, bitte wenden. Dieser Satz, meist von einer sympathischen Frauenstimme dargebracht, vermag es wie kein zweiter deutschen Autofahrern den letzten Nerv zu rauben. Gerade ist es allerdings umgekehrt, denn viele ignorieren einfach die Route, die ihnen das Navi diktieren will. Im Autobahnkreuz Wilhelmshaven wird zwar wieder gebaut, aber die Abfahrt in Richtung Jever und Wittmund ist frei. Doch vor lauter Schilderwald sehen die meisten Autofahrer die provisorische Abfahrt nicht. Sie steuern in Richtung Roffhausen auf die Bundesstraße 210 und legen eine gekonnte 180-Grad-Wende hin. Wenn das Navi könnte, würde es wahrscheinlich ebenso genervt auf die Situation reagieren, wie die Autofahrer auf die tolle Aufforderung, ihr Gefährt doch bitte in eine andere Richtung zu wenden. Der Landesbehörde für Straßenbau in Oldenburg ist dieses Problem übrigens bekannt. Wir können aber keine Schilder aufstellen, dass die Autofahrer doch bitte die Schilder beachten sollen, heißt es. Vielleicht wären ein paar Sperrungen weniger sinnvoll. Die Mädchen der KGS Wittmund hatten eigentlich schon eine Hand am Pokal. Beim 96 Macht Schule Cup in der vergangenen Woche in Hannover gewannen sie ihre Vorrundengruppe B klar. 3 Spiele, 7 Punkte, 0 Gegentore. Die Bundesliga-Arena der Landeshauptstädter erwies sich als gutes Pflaster, guter Rasen. Und dann das. Ausgerechnet im Halbfinale kassierten die Ostfriesinnen nach überzeugenden Vorstellungen die erste Niederlage. Die Torhüterin und Mannschaftskapitänin Antonia Fink kassierte beim 1:2 die ersten Gegentreffer des Turniers. In der Begegnung um den dritten Rang agierten die Wittmunderinnen umso motivierter und gewannen. Dazu die Mannschaftskapitänin: Ich habe gesagt, wir vergessen das Halbfinale und gewinnen das Spiel um Platz 3. So einfach kann Fußball sein, lieber HSV. Am vergangenen Montag ging's in Esens ganz flott. Karin Emken ist zwar nicht die erste Frau im Staat, aber zumindest an der Spitze der Bärenstadt. Einstimmig wurde sie zur neuen Bürgermeisterin gewählt, nachdem der langjährige Amtsvorgänger Klaus Wilbers zurückgetreten war. Für Emken gab's nicht nur Blumen, sondern auch eine schicke Kette. Naja, muss man tragen können. Die Karriere der gelernten Krankengymnastin könnte ordentlich in Fahrt kommen. Da die Sozialdemokratin einstimmig, also mit 100% der abgegebenen Stimmen gewählt wurde, ist sie die logische Favoritin auf die Kanzlerkandidatur. Von solch einem Ergebnis kann nämlich die Bundes-SPD gegenwärtig nur träumen. Respekt oder vielmehr Angst hat die Union, also die Partei von noch Regierungschefin Angela Merkel, anscheinend schon jetzt. Denn die Ratsmitglieder der Gruppe CDU-BFB blieben der Sitzung fern. Ein weiteres Kapitel der Seefahrergeschichte um die Purple Beach. 3 Schlepper nahmen den havarierten Frachter ins Schlepptau und zogen ihn in den Jade Weserport. Ein launiger Kommentar auf unserer Facebook-Seite: Klar, Wilhelmshaven nimmt auch jeden Schrott. Davon will Hans-Werner Monsees, Leiter des Havariekommandos, aber nichts hören. Gefahr für die Stadt habe nie bestanden, betonte er. Dennoch können beim Öffnen der Ladeluke, in der das Düngemittel zu qualmen begann, eine neue Rauchwolke entstehen. Die Kacke, die Fracht, wäre dann also am Dampfen. Ob die 20.000 Tonnen Düngemittel im Jade-Weser-Port gelöscht werden oder ob der Frachter dafür verlegt wird, stand noch nicht fest. Nur so viel: Die Sache stinkt zum Himmel. Und damit geben wir ab zur Wetterschwester. Gelöscht. Knaller. Das war Stadtland News für diese Woche. Seriöse News gibt's Montag wieder am Kiosk und rund um die Uhr im Internet und unseren E-Papers. Mein Name ist Maximilian, wir sehen uns nächste Woche.